5 6 numbers 7 8 numbers 4-mal im Museum in Hiroshima. Ich habe die Leute da herumgehen sehen. Nachdenklich gehen die Leute da herum.
zwischen den Fotografien, den Nachbildungen, da ja nichts anderes da ist. Zwischen den Fotografien, den Fotografien, den Nachbildungen, da ja nichts anderes da ist, den Erklärungen, da ja nichts anderes da ist. Viermal im Museum in Hiroshima. Ich habe die Leute betrachtet. Ich habe selbst nachdenklich das Eisen betrachtet. Das versenkte Eisen. Das zerbrochene Eisen. Das Eisen, das verwundbar geworden ist wie Fleisch. Ich habe Kapseln gesehen, zu Sträußen gebündelt. Wer wäre darauf gekommen? Fetzen menschlicher Haut. Wehend. Überlebend. Noch frisch von ihren Leiden. Steine. Verbrannte Steine. Zerbrochene Steine. Ganze namenlose Haarschöpfe, am Morgen vom Himmel gefallen, die Hiroshimas Frauen beim Erwachen haben, hier ist so heiß geworden, am Friedensplatz. Die Temperatur des Sonnenballs auf dem Friedensplatz. Hiroshima bedeckte sich mit Blumen. Nichts von all dem habe ich mir ausgedacht. Ich bin der Schatten des Herrn Tagota aus Hiroshima. Er starb damals, als plötzlich diese schreckliche Sonne aus dem Himmel fiel. Herr Tagota stand auf der Veranda seines Hauses. Und ich, sein Schatten, lag ihm zur Seite. Sehr in der Ferne hörte man noch ein Flugzeug, aber es geschah nichts. Die kleine Eidechse auf der Terrassenstufe verschwand unheimlich plötzlich in einem Spalt. Ich bin nur ein Schatten und alle meine Erinnerungen von damals sind schattenhaft. Aber irgendetwas zitterte bis in meinen grauen Leib hinein, wie diese furchtbare Stille aufstand über Hiroshima. Eine Wolke aus nichts. Die Dächer duckten sich. Der Teich im Garten war ein Auge, das groß und aufgerissen an dem Himmel hing. Kommen. Als müsste es von dort her kommen. Wer wusste es denn? Was denn? Und wer wusste es denn? Nicht sein Schatten. Mein Herr nicht? Ich nicht. Sein Schatten. Ich glaube, es war so, wie wenn die Uhr ausholt zum Schlagen. Eine ungeheure Uhr, mitten über der Welt. Sadako Sasaki war zum Zeitpunkt des Atombombenabwurfs auf Hiroshima 2,5 Jahre alt. Sadakos beste Freundin erzählte ihr von einer alten japanischen Legende, dass derjenige, der 1000 Origami-Kraniche falte, von den Göttern einen Wunsch erfüllt bekäme.